Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, im Nationalrat fliegen die Fetzen und die zwei Hauptproponenten dieser doch jetzt plötzlich hitzig werdenden Auseinandersetzung Opposition gegen Regierung haben am Tisch. Danke beiden fürs Kommen an diesem sehr hektischen Tag. Johann Gudenus, der Clubobmann der Freiheitlichen Partei, FPÖ, also sozusagen his Strache Voice. Und Beate Meinl-Reisinger noch im vollen Einsatz. Wann kommt das Baby? Anfang April, ein bisschen Anfang Zeit. Anfang April, also da gehen sich noch ein paar Diskussionen aus. Ja. Danke vielmals fürs Kommen, Clubchefin und Spitzenvertreterin der NEOS. Und derzeit mangels SPÖ und mangels Liste Bild sozusagen die Speerspitze gegen die Regierung. Frau Meinl-Reisinger, da fliegen ja derzeit die Fetzen in vielfacher Hinsicht. Primär geht es einmal ums Flüchtlingsthema, nämlich um Kopftuchverbot und Mindestsicherung. Und bei beiden haben Sie jetzt doch relativ lautes Wort ergriffen. Fangen wir mit dem Kopftuchverbot an. Ja? Da will die Regierung also 440 Euro Strafe verlangen, wenn in Zukunft Kinder mit Kopftuch in die Volksschule kommen. Gute Idee? Ich habe immer gesagt, dass ich da grundsätzlich offen bin und dass ich befürworten würde, dass wir religionsfreie Räume, neutrale Räume schaffen. Ich bin der Meinung, dass Religionsfreiheit auch heißt, frei von Religion zu sein. Und insbesondere Kinder, aber auch Jugendliche bis 14, bis sie mündig sind, sollten alles tun, die zu schützen, dass da irgendjemand unter Druck gesetzt wird. Daher habe ich immer gesagt, ich bin da offen für ein Verbot, aber ich erwarte mir, dass ein verfassungskonformer Vorschlag gemacht wird. Jetzt hat die Regierung halt über die Medien ausgerichtet, dass ein Vorschlag kommt. Tagelang hatten wir als Opposition nichts am Tisch. Dann kam der endlich, dieser Vorschlag, und es ist ein Verfassungsgesetz, das vorgeschlagen wurde. Nun muss man aber wissen, dass das halt nur deshalb gemacht wurde, das Verfassungsgesetz, weil die Regierung davon ausgehen muss, oder die Regierungsparteien, dass es nicht verfassungskonform ist, was sie machen. Das heißt, sie wollen es vorbeischummeln am Verfassungsgerichtshof. Und Verzeihung. Warum ist es nicht verfassungskonform? Das ist die Vermutung. Euro für ein Kopftuch in der Volksschule. Ja, das ist nicht die Frage der Verfassungskonformität, die Frage der Strafhöhe, sondern die Frage ist, ziele ich ausschließlich aufs Kopftuch zum Beispiel ab oder gehe ich generell auf religiöse Bekleidung? Wir haben immer gesagt, verfassungskonforme Lösung, offener Dialog. Im Übrigen hat es ja nie Gespräche gegeben. Ich finde das ja total lustig, dass ich seit Tagen höre, also hier gäbe Sie es eine Gesprächsverweigerung. Sie werden nein, ich möchte es jetzt einmal trennen. Eine Verfassungsbestimmung, die eine Verhöhnung des Parlaments ist, eine Missachtung des Verfassungsgerichtshofs, die klar zum Ausdruck bringt, dass diese Regierungsparteien keine Achtung haben vor unserer Verfassung, da wäre nicht die nötige Mehrheit verschaffen, dass man es vorbeischummeln am Verfassungsgerichtshof. Grundsätzlich eine saubere, verfassungskonforme Lösung, vielleicht sogar bis 14, da sind wir offen. Sie sagen keine Zustimmung, weil es nicht verfassungskonform ist. Sagen Sie bitte noch einmal, was nicht verfassungskonform ist an dem Vorschlag. Also es haben ja auch schon namhafte Verfassungsrechte darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich dieses Gesetz nicht halten würde vor dem Verfassungsgerichtshof. Und jetzt muss man wissen, wenn man Sorge hat, dass etwas nicht vor der Verfassung hält. Und mit warum unseren Grundwerten. Nicht? Weil nur das Kopftuch verboten und das wird. Das ist unter anderem wird das als ein Thema hier angewiesen. Ja, Sie das würden alles Grund. Verbieten, auch das Kreuz oder wie würde Ihre Nein, Situation es geht um religiöse Bekleidungsvorschriften. Ja, Sie würden jede Form der religiösen Bekleidung verbieten. Also das würde ein Weg sein, der vermutlich verfassungskonform ist, aber ich hätte auch keine Angst vor der Prüfung des Verfassungsgerichtshofs. Ich finde, gutes Regieren heißt auch, gute Gesetze zu machen. Ich bin Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat, habe die Verantwortung, auch gute Gesetze dort zu beschließen und scheue nicht die Überprüfung mit unseren Grundwerten, nämlich der Verfassung. Herr Gudenus, das ist ja an und für sich ein ganz zustimmungsmöglicher Vorschlag, dass man sagt, generell wird religiöse Bekleidung in Volksschulen verboten. Ja, danke mal für die Einladung zu diesem wichtigen Thema. Wir haben uns ja im Regierungsprogramm ganz klar kommentiert, dass wir einerseits die Unterdrückung von jungen Mädchen und Frauen zurückdrängen wollen, andererseits auch den politischen Islam in Österreich zurückdrängen wollen, mit verschiedenen Maßnahmen. Wir haben ja heute im Plenum beschlossen, einstimmig das Kopftuchverbot für Kindergarten mit einer 15a-Bestimmung, die einstimmig beschlossen wurde. Ein wichtiger Schritt. Jetzt wollen wir
einen Schritt weitergehen, nämlich weiter zu den Volksschulen. Und wenn es auch mir ginge, dann vielleicht auch in weiteren Bereichen, aber alles Schritt für Schritt. Wir sind auch dabei, ein Strafgesetz auf den Weg zu bringen gegen den politischen Islam in weiterer Folge. Gut, ich finde es schade, dass es da und dort, vor allem seitens der SPÖ, die ja das Jung timieren wollen, mit anderen Sachen, hier nicht die Bereitschaft ist, über so einen wichtigen Punkt zu diskutieren und sowas zu beschließen. Zumal ja wir vor allem in Österreich in den letzten Jahren sehen, dass einerseits immer mehr junge Mädchen in den schulischen Einrichtungen ein Kopftuch tragen, in Klammern müssen, weil sie wahrscheinlich familiär gezwungen werden. Andererseits eben immer mehr auch dieser Islam im Vormarsch ist. Wir haben jetzt erlebt in den Kindergärten, vor allem im rot-grünen Wien, islamistische Kindergärten, die sogar gefördert wurden. All das wird abgedreht und da sind wir auch auf dem besten Weg dazu. Aber jetzt schauen wir eben, dass diese Symbolik, die nicht nur eine religiöse ist, von Meindl-Reisinger, weil das Kopftuch ist eben nicht nur ein oder kein religiöses Symbol, es ist im Koran nicht verankert, sondern, nein, es ist nicht verankert, nein, es ist eben außerhalb, es verlangen radikal, Sie haben von religiösen Symbolen gesprochen, radikale Islamisten, aber nicht der Koran an sich im Kernbereich. Und da muss man eben trennen. Und wir wollen auf jeden Fall als Bundesregierung schauen, dass wir diese Bestimmung auf den Weg bringen und werden das eben durch einen selbstständigen Antrag einbringen und schauen, dass das ab 1. September nächsten Jahres, 19, also mit Beginn des nächsten Schuljahres, auch in Kraft getreten aber sein wird. Aber es gibt wird. Ja tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde halt gerne da das aufgreifen, was Sie gesagt haben. Schauen Sie, ich habe Ihnen gerade vorher gesagt, dass wir da offen sind, dass ich das durchaus unterstützen würde. Ich bin übrigens genauso wie die SPÖ der Meinung, dass man, wenn man Integration und auch sozusagen den Kampf gegen diese Re-Religiosität, die da ja stattfindet, von muslimischer Seite wirklich führen will, muss man über ernsthafte Integration nachdenken und das natürlich auch mit mehreren Maßnahmen gemeinsam sind. Wir zweifeln einfach langsam an der Ernsthaftigkeit der Arbeit hier, insbesondere der FPÖ als Regierungspartei. Wie Sie das alles angehen mit sozusagen medialer Berichterstattung, eigentlich kein Dialog, da wird uns ausgerichtet, wir sind ja nicht am Basar, das ist eine Missachtung des Parlaments, des Parlamentarismus, eine Missachtung des Verfassungsgerichtshofs. Sie haben es ja selber gesagt, stückchenweise, wir machen heute ein bisschen was, dann morgen ein bisschen was. Eigentlich müssten wir über ein Gesamtpaket, Anträge. Lassen Sie mich bitte aus, und, über ein Gesamtpaket im Bereich Integration reden, und wenn man es ernsthaft meint, das wären ernsthafte Maßnahmen, aber Sie, und das ist der Eindruck, der immer mehr entsteht, Ihnen geht es eigentlich nur um die Show, Ihnen geht es eigentlich nur um den Krawall und eben diese ernsthafte Politik, wo ich ja die Hand reiche und sage, machen wir es gemeinsam, machen wir es gescheit, sodass es vom Verfassungsgerichtshof hält, da höre ich halt nichts von Ihnen. Und deshalb erwächst halt bei mir der Eindruck, dass Sie vielleicht gut waren, quasi von der Opposition auf Krawall gebürstet, aber die Verantwortung, die es braucht als Regierungspartei, Verantwortung gegenüber den Institutionen, dem Parlament und unserer Verfassung jetzt, nicht gerecht jetzt werden. Jetzt kommt ja gleich die nächste spannende Frage, denn wir warten ja... Auf eigene Fälle. Gleich. Wir warten ja darauf, dass jeden Tag der Regierungsvorschlag zur Mindestsicherung kommt. Wir wissen ja schon, auch über die Medien, dass also bei 860 Euro ein Abschlag von 300 Euro für all jene sein soll, die nicht Deutsch sprechen. Andere Dinge sind noch nicht so klar. Das haben Sie ja schon auch vor ein paar Wochen schon angedeutet, dass es so kommen wird. Jetzt hat der Verfassungsgerichtshof entschieden, dass das oberösterreichische Modell nicht sozusagen verfassungskonform ist. Was wird denn jetzt passieren? Wird die Mindestsicherung so kommen, wie Sie das gesagt haben? Immer der Reihe nach werden Fehler. Ausländer weniger Geld kriegen? Jetzt waren mal diese haarsträubenden Vorwürfe einer Oppositionspolitikerin, die noch nie regiert hat, Frau Meindl-Reisinger, verfassungsnicht konform und kein Dialog. Wissen Sie, wo Dialog stattfindet? Da, wo wir gerade herkommen, auch im Parlament. Ja, da diskutieren wir seit der Früh, das nennt sich auch Dialog übrigens. Ja. Das heißt, Dialog verweigert niemand. Ja, wir reden mit Ihnen über jedes Thema, sei es noch so abstrus, wenn es von Ihnen vorgebracht ist, weil wir dazu verpflichtet sind. Ja, Sie sind also, sehr gönnerhaft heute. Das Schöne ist, Frau Meindl-Reisinger, wir regieren seit einem Jahr und bringen Maßnahmen auf den Weg. Davon können Vorgängerregierungen nur träumen. Die werden aufgenommen Schritt vom Europäischen Gerichtshof für Schritt. Das wollen Sie das? Oberösterreichische Sache, Frau Meindl-Reisinger. Nicht vermischen. Ja, wir sind vom Parlament. Vorschlag. Aber wir haben gerade vom Nichtunterbrechen gesprochen.
Das fange ich auch von Ihnen, wenn ich im Wort bin. Das wäre schon höflich, danke sehr. Ja, also Frau Meiler-Reiser, bleiben wir bitte im Boden der Tatsachen. Sie können nichts anderes als skandalisieren. Sie reden von Krawall, sind selbst die größten Krawallmacher im Parlament, ja, weil die SPÖ zähle ich weg, die sind ja vom Erdboden verschluckt. Die Liste Bilds tut nichts anderes, als irgendwie sich da in Nabelbeschaube gehen. Frau Meiler-Reiser, Sie sind Krawallmacher, weil Sie jede Gelegenheit nützen, irgendwie diese gute Regierungspolitik, die wir tun, nämlich Tag für Tag und Woche für Woche umzusetzen, irgendwie schlecht zu machen. Was wir schon alles auf den Weg gebracht haben, wenn es darum geht, die Bevölkerung zu schützen, im polizeilichen Bereich, im Grenzschutzbereich, was wir auf den Weg gebracht haben, wenn es darum geht, einen Paradigmenwechsel in der Europäischen Union stattfinden zu lassen, was wir geschafft haben im letzten halben Jahr, da kann man nur sagen, man kann stolz sein auf diese Bundesregierung und ich gestehe Ihnen zu, Opposition ist wichtig, aber bitte ohne Krawall. Bitte, Frau Meiler-Reising. Ich bin einfach nur wahnsinnig erstaunt, dass Sie gerade mir wieder vorgeführt haben, dass es Ihnen ja eigentlich nur um die Show geht. Ich sitze hier und sage, wir haben da einen konkreten Vorschlag, der wäre wahrscheinlich auch noch verfassungskonform. Und Sie werfen mir Krawallmacherei vor. Naja, religiöse Bekleidungsvorschriften. Aber gehen wir da rein auf die Mindestsicherungsdiskussion. Ich würde jetzt gerne Ihre Antwort hören. Sie haben ja immer gesagt, Sie wollen dieses oberösterreichische Modell haben als Bundesregierung. Und jetzt, obwohl die Opposition, vielleicht war es aber auch nur Krawall, Herr Gudenus, immer gesagt hat, das wird wahrscheinlich nicht verfassungskonform sein. Und das hat uns der Europäische Gerichtshof also Recht gegeben da drin. Und wissen Sie, der Rechtsstaat ist kein Spielzeug. Auch nicht für die FPÖ in der Regierung. Sie müssen sich an grundlegende Spielregeln und Werte halten. Nein, ich meine das sehr ernst. Ich warte ja auch im Bereich der Mindestsicherung durchaus auf Reformvorschläge. Auch wir haben gesagt, viele Vorschläge gebracht. Sachleistungen statt Geldleistungen. Auch wir sind der Meinung, das Modell der Notstandshilfe gehört reformiert. Aber bitte bringen Sie doch einen Vorschlag, der verfassungskonform ist, der einmal hält, der nicht ein Husch-Pfusch-Gesetz ist wie das Arbeitszeitgesetz und zu Rechtsunsicherheit führt. Der Vorschlag wird kommen, Frau Meiler-Reisinger, der wird kommen. Das wird jetzt noch ein paar Tage dauern. Würde mich jetzt interessieren. Sie dann sehen, Frau Meiler-Reisinger, weil ich bin nicht bereit, Verhandlungen kundzutun. Das ist eine ganz einfache Sache. Sie haben im Prinzip ja offenbar ganz wir bewusst werden, dieses Urteil abgewartet. Wir werden klar einen Vorschlag bringen, der mit dem Koalitionspartner ausgemacht ist und diskutiert ist und ausverhandelt ist und werden nicht vorher irgendwelches Flickwert in die Öffentlichkeit bringen. Und natürlich weniger, wird der Vorschlag EU- weniger, und verfassungskonform sein. Eine ganz Geld klare Sache. Für Asylwerber gibt, die noch nicht Deutsch können. Im Möglichkeitsraum des EU-Rechts und des Verfassungsrechts natürlich. Und diesen Vorschlag wird es geben. Wir sind es der Bevölkerung schuldig, dass wir differenzieren zwischen Menschen, die schon lange hier sind, die Österreicher sind oder auch gut integrierte Zuwanderer sind, hier lange gelebt haben, lange eingezahlt haben, zu unterscheiden mit Menschen, die erst seit Kurzem hier sind und nur großteils nur das hierhergekommen sind, um sich in eine soziale Hängematte zu legen. Das kann man alles lösen. Wie und sehen das Sie ist das? Unser Konzept. Wir sind den Österreicher verpflichtet zuerst und niemand anderen. Nicht lösen? Also Sie haben völlig recht, Herr Fellner, das ist genau der Bereich, der schwierig ist, Verfassungsreform, weil es um die letzte sozusagen Absicherung, das letzte soziale Netz geht. Und hier ist sozusagen nicht die Frage, wie lange hat man schon eingezahlt, in ein System eine Rolle spielt. Wie gesagt, nochmal, also wir drehen uns jetzt ein bisschen im Kreis, Herr Gudenus, weil ich sage, machen Sie gerne die Vorschläge. Ich warte ja nur drauf. Ich glaube, der Herr Fellner wäre auch froh, wenn Sie heute ein bisschen was verraten würden. Aber alles, was Sie sagen, ist genau das, was als verfassungswidrig so wie letztes Jahr immer alles beschlossen wurde und auch umgesetzt wird, die Bevölkerung kann sich darauf verlassen. Und wissen Sie, wenn da und dort ein Gerichtshof das eine oder andere aufhebt, das gehört zur Demokratie dazu. Ja, das ist das ist ein normaler Vorgang in der Demokratie. Das gehört dazu, das müssen Sie wissen. Ehrgeiz haben wir auf jeden Fall, aber wissen Sie, Gerichtshöfe entscheiden autonom. Aber wissen Sie, was im Großen und Ganzen passiert, Frau Meiler-Reisinger? Dass wir Österreich weiterbringen, nach vorne bringen und sicherer machen und die Menschen entlasten. Das ist die entscheidende Frage, dass die Menschen auch ernst nehmen, wofür sie uns gewählt haben. Dass wir für mehr Sicherheit sorgen, die Menschen entlasten und für mehr Gerechtigkeit sorgen. Egal, wie laut die Opposition schreit oder auch da und dort gute Argumente hat. Also wie gesagt, wenn Sie gute Argumente haben und sich einbringen wollen, sind Sie herzlich willkommen. Aber nur Krawallmacherei und Kritik um jeden Preis, das ist etwas zu billig, Frau Meiler-Reisinger. Also ich nehme zur Kenntnis, dass so in Ihren Augen der typische Krawallmacher dieser Republik ausschaut. Wenn man sich die parlamentarischen Debatten anschaut und Ihre Zwischenrufe, dann auf jeden Fall. Also heute früh zum Beispiel. Waren Sie ja nicht zu bremsen, Frau Meiler-Reisinger.
Herr Gutinus, jetzt will ich Ihnen schon einmal was sagen. Die FPÖ sitzt da als Block und pöbelt also wirklich jede Rednerin und jeden Redner an. Also ich würde mal sagen, kehren Sie vor der eigenen Tür. Aber ich würde gerne etwas aufgreifen, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, Sie sorgen für mehr Sicherheit. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass im Bereich der Arbeitszeitflexibilisierung massive Rechtsunsicherheit passiert ist durch ein Husch-Pfusch-Gesetz, weil Sie eben nicht selbst auf die konstruktive Opposition gehört haben, die gesagt haben, bitte, dieses Gesetz ist in manchen Bereichen schlecht, da werden sich weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer auskennen, machen wir ein besseres, wir reichen die Hand. Sie sitzen auf einem hohen Ross und kanzeln uns ab in Richtung Krawallmacher und mit uns braucht man nicht zu reden. Das Ergebnis ist Rechtsunsicherheit. Viele Unternehmer sagen mir, mit dieser Freiwilligkeit, das habe ich schon gesagt, die da jetzt verankert wurde, mit die ein unklarer Rechtsbegriff ist, wo wir jetzt einmal Urteile brauchen, können wir gar nichts anfangen. Wir fühlen uns eigentlich in einer Situation, dass wir jetzt nicht mehr genau wissen. Das Zweite, was ich sagen möchte, also wo es eine Sicherheit gibt, ist, dass Sie halt jetzt auch mitmachen bei der Postenschacherei. Also wenn ich mich erinnere an letzte Woche, die SMS, die publik geworden ist, des Herrn Vizekanzler Straches, wo es also darum gegangen ist, dass man ja genug Posten in der Nationalbank bekommt, dann muss ich sagen, das ist nicht Österreich nach vorne bringen. Das haben wir jahrzehntelang gehabt unter Rot-Schwarz. Ein Proporz, parteipolitische Beeinflussung, Machtbereich ausdehnen, Funktionäre überall hinsetzen. Ganz ehrlich, dazu braucht man nicht die FPÖ, dass man diese Politik ja wirklich ganz, ganz alt ist. Ganz kurze Antwort, da müssen wir in der Werbepause. Ja, eine wichtige Antwort zur Arbeitszeitflexibilisierung. Ja. Es gibt eine ganz kleine Statistik, dass es heuer mit der neuen Regelung, die seit 1. September gilt, weniger Überschreitungen gibt als letztes Jahr, obwohl heuer mehr kontrolliert wird. Das heißt, wir haben auf jeden Fall mit dem neuen Gesetz mehr Sicherheit geschaffen, weniger Übertretungen und weniger Vorfälle zulasten des Arbeitnehmers. Eine ganz klare Sache, sagt ganz gerne Statistik, auch hier im Sozialministerium, die von allen hingenommen wird als wahr und richtig. Ist aber klar, wenn man jetzt 12 genau Stunden erlaubt, naja, genau das ist meine beiden Clubchefs und Clubchefinnen wollen wir nach einer kurzen Werbepause nochmal diskutieren. Dann geht es aber auch um die Frage, die Frau Meindl-Reisinger da ja im Parlament jetzt schon ein paar Mal angesprochen hat. Ist das eine Partie der Rechtsradikalen? Oder, wie der Herr Gutenus sagt, eine Regierung des Fortschritts. Das beantwortet man gleich. Wir sind gleich zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, hitzige Diskussion Blau gegen Pink. Da sind ja auch die beiden Hauptplayer im Nationalrat, hat man derzeit das Gefühl, so wie es ausschaut. Die ÖVP eher stumm, die SPÖ eher weggetreten. Aber Blau gegen Pink, das ist das Match, das dort derzeit gespielt wird. Und da auch die Frage gleich an die Frau Meindl-Reisinger. Sie haben in letzter Zeit als Neos sehr oft sehr harte Worte gebraucht, gerade rund um den PVD-Ausschuss Kickl, der jetzt passiert ist, wo Sie sagen, in der FPÖ regieren eigentlich die Nazis und die Burschenschaft. Da bleiben Sie dabei? Naja, also so habe ich das nicht gesagt. Na, aber nicht Sie, aber die Neos teilweise. Also da muss man schon unterscheiden. Ich meine, was wir auf jeden Fall sehen, ist natürlich eine unglaubliche Nähe, die es immer wieder leider bewiesen wird. Also das liegt ja nicht an uns, das liegt ja an Ihnen, dass sozusagen ein für alle Mal eine Grenzlinie zu ziehen zu Rechtsextremen, auch zur Neonazi-Szene, die gibt es ja die Verbindungen, zur ultrarechten Szene. Und natürlich diese Sammlung an Einzelfällen, die ja einfach keine Einzelfälle sind, weil wenn es so viele Einzelfälle gibt, dann ist es natürlich schon die Frage, wie weit ist es in der DNA der Partei verankert. Also ich der Vorwurf höre, ist natürlich schon sehr heftig. Ne? Naja, also ich meine, ich möchte hier Vizekanzler Strache selber zitieren, der ja letztes Jahr am Akademikerball gesagt hat, dass diese Kräfte in diesen Reihen keinen Platz haben und er möchte da jetzt aufräumen und er möchte einen Schlussstrich ziehen und hat ja auch eine Historikerkommission ins Leben gerufen und jetzt könnte natürlich da irgendwie zynisch sagen, wird eh nichts ausgekommen, aber ganz ehrlich, ich will Ihnen ja die Chance geben. Also ich bin ja... Ich meine das ernst, es liegt ja an Ihnen zu sagen, wir trennen hier einen Schlussstrich. Das gleiche Spiel, das kennen wir seit Jahrzehnten.
eins stimmt. Ja? Wir haben in allen Parteien da und dort schwarze Schafe und es gibt Vorfälle bei uns in vielen sehen Sie Parteien. Auch rechtsextreme Tendenzen. In vielen Parteien Vorfälle, rechtsextreme, linksextreme und dergleichen. Linksextreme haben also wir ganz, auch. Also mal ein Punkt, der gehört auf jeden Fall natürlich verfolgt und beobachtet und wir tun das sehr stark, vor allem unter Heinz-Christian Strache. Zu sagen, die gesamte Bundesregierung wäre jetzt irgendwie, oder zu insinuieren, wäre rechts angehaucht, das stimmt ja nicht. Wir tun das, was die Menschen von uns verlangen. Wir haben einen ganz klaren Wählerauftrag, den wir umsetzen. Die ÖVP und auch wir wurden klar vom Wähler gestärkt und haben gemeinsam ein Regierungsprogramm hart erarbeitet und verhandelt, das eben jetzt unserer Arbeit zugrunde liegt. Und das ist eines, das ich sehen lassen kann. Und Beispiel Migrationspakt. Sie haben es ja heute diskutiert auf Ihren Wunsch. Wichtiger Punkt. Ich bin auch dankbar dafür, dass wir das heute diskutieren konnten. Es folgen uns immer mehr Länder, wenn es darum geht, diesem Pakt nicht zuzustimmen. Und es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass wir natürlich für eine Qualitätszuwanderung sind, aber nicht jede Zuwanderung zur Kenntnis nehmen und akzeptieren, die einfach so daherkommt. Und genau und die Menschen sind die einfach Neos, die traumatisiert die seit 2015 gearbeitet. Also wenn man sich anschaut, sozusagen, welche Länder gesagt haben, wir treten diesem UN-Migrationspakt nicht ein. So viele sind es auch nicht, wie die Regierung gerne hätte. Sie hätte gerne, dass da irgendwie, aber es ist auch Trump, es ist Orban, es ist Polen. Also es sind Populisten, auch wie Babis. EU-Länder, Polen, Orban, EU. Aber wir wissen, dass es rechte Sie sind doch so EU-Fanatiker und jetzt schimpfen Sie über EU-Länder. Sie sind diejenige, die immer sagt, dass Sie einen EU überhaupt nicht über EU-Länder, aber ich nehme mir das Sie Recht heraus, sehr zu kritisieren, dass eine nationalistische, rechtspopulistische Regierung mittlerweile dazu geführt hat, dass 500.000 Ungarn 500.000 Ungarn bereits das Land verlassen haben, weil sie gesagt haben, wir sind nicht einverstanden mit diesem nationalistischen, rechtspopulistischen Kurs eines Orbans, der keine Meinungsfreiheit mehr zulässt. Lassen Sie mich ausreden. Keine Pressefreiheit mehr zulässt. Der jetzt zum ersten Mal in der Geschichte, ich kann mich nicht erinnern, was das letzte Mal oder überhaupt in Europa der Fall war, dass man eine Universität vertreibt. Ich meine, das müssen Sie sich mal vorstellen, Freiheit der Wissenschaft. Und Orban vertreibt eine Universität aus dem Land. Und das sind halt Ihre Partner, auf die Sie sich berufen. Aber das ist nicht mein Sie Problem, finden, das ist Ihr Problem. Sie finden die Entscheidung, dass wir beim UN-Immigrationspakt als Österreich nicht mitmachen, die finden Sie katastrophal. Ich glaube, dass Österreich eine sehr wichtige Rolle immer hatte als Brückenbauer und als wirklich aktiver Partner in der internationalen Welt, also auch bei der UNO als Partner in diesem Multilateralismus. Der UN-Migrationspakt, und es wäre ja durchaus möglich gewesen, bei einzelnen Punkten Vorbehalte zu sagen, da sind wir anderer Meinung, ist ein erster Schritt, dass die gesamte Staatengemeinschaft sagt, wir müssen das global lösen. Da ist ein einzelner Staat alleine nicht in der Lage, dieses große Problem. Hätte man akklarieren müssen, Ihrer Meinung nach. Ja, man hätte durchaus Vorbehalte formulieren können. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich glaube, dass man hier halt den Rechtspopulisten auf den Leim geht und genau in diesem Bereich erwarte ich mir rote Linien. Und der Unterschied zwischen einer verantwortungsvollen Politik, die eine gewisse Staatsräson im Blick hat, wie sie zum Beispiel in Deutschland passiert, auch von der CDU, ist, wir lassen uns von den Rechtspopulisten nicht ins Boxhorn jagen. Wir stehen zu dem Entschluss, dass wir hier diesen ersten Schritt machen. Ja, es ist immer dieselbe Leier. Sie sind ja stolz wenn man, auf das wenn man keine Argumente hat, dann kommt wieder das Rechtspopulismus-Argument und dergleichen. Es ist immer das Gleiche. Schauen Sie, wir sind ein souveräner Staat. Wir sind gestärkt durch die Bevölkerung mit dem Wahlergebnis und durch den Regierungspakt, den wir geschlossen haben, das Regierungsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ. Und für uns ist es ganz klar, dass wir so einem Migrationspakt, so wie er auf dem Tisch liegt, nicht zustimmen können, weil wir einfach selbst das Heft in der Hand haben wollen, wenn es darum geht, Migration zu steuern oder auch nicht. Aber da steht genau drin, Herr Gutierrez, verbreiten Sie keine Es steht in mehreren Punkten drin, dass sich der Staat verpflichtet, diverse Punkte umzusetzen, ja, wie zum Beispiel Erleichterung. Ja, das geht um Politik, die ist dann in der Rechtsordnung auch dann richtig, umsetzt. So. Das, was wir eben nicht wollen. Sie wollen eben das, wir wollen es nicht. Erleichterung des Statuswechsels regulärer Migrant. Das heißt, eine Vermischung von legaler und illegaler Migration oder Familienzusammenführung soll erleichtert werden. Auch das wollen wir nicht. Ich habe nämlich das keine ist Lust. Das ist schon verankert, das, Herr aber noch, Sie haben noch mehr erleichtert. Noch mehr erleichtert. Nein, das steht so nicht drin. Sie, haben Sie verbreiten hier falsch. Ich bin noch am Wort. Ja, aber Sie kann ich nicht zuhören, wenn Sie hier falsch sagen. Sie haben ja auch Jus studiert. Sie müssen das wissen. Es geht um eins, dass man die Sachen beim Namen nennt. Das tun wir. Und man sieht ja daran, wir waren die Ersten, also nach jetzt Orban und USA,
die sich aus der Deckung gewagt haben, mit vernünftigen Gründen. Und man sieht, welche Staaten alle nachfolgen. Und es wird noch mehr geben, weil einfach die Staaten selbst sagen, okay, multilaterale Entscheidungen sind gut, aber da hat man auch das Recht, Nein zu sagen oder sich zu enthalten. Ein ganz normaler Vorgang. Wir sind alle selbstbestimmte Menschen und auch selbstbestimmte Länder. Wir wollen sie nicht unterjochen, einen Migrationsdiktat, dass wir da nicht mehr los werden können, sondern einfach nur sagen, wir wollen selbst entscheiden, wen wir nehmen, weil die Bevölkerung schon längst viel zu viele erdulden musste, mindestens seit 2015, wenn nicht länger, aufgrund der falschen Politik im gesamten Europäischen Union. Weil das 2015 sich nicht wiederholen darf, finde ich das wichtig, dem beizutreten. Und ich bin lieber bei Ländern wie Deutschland, Frankreich dabei, als wie Merkel Ungarn. Ja, genau, toll. Das sieht man ja eh schon. Ich weiß, dass die AfD quasi ihre Schwesterpartei ist. Merkel hat schon gezeigt in den letzten Jahren, was für einen Weitblick sie hat, was die Migrationspolitik betrifft. Das ist genau ihr Ansatz. Die Neos sind für massenweise Zuwanderung. Das wollen wir einfach nicht. Also jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Wenn wir auf die wirtschaftliche Stärke Deutschlands schauen und die Frage der Kaufkraft dort, des Wohlstands dort, der Jobs, die dort entstanden werden, dann würde ich mich lieber mit Deutschland vergleichen als mit Ungarn, wo wir 500.000 Ungarn mittlerweile nicht mehr im Land haben, weil sie keine Zukunft mehr sehen. Was Sie hier machen, ist verantwortungslos. Sie ruinieren auch den Wettbewerbsvorteil, den Österreich in der Welt hat. So. Sie ruinieren den Wirtschaftsstandard. Sie vertreiben gute Fachkräfte. Sie vertreiben die Weltoffenheit, die wir brauchen in einer internationalen Welt. Das bringt uns zu Armut und das bringt uns zu Wohlstandsverlust. Das ist das Ergebnis der Nationalisten und Populisten. Und wo man das gerade sehen kann, ist in Großbritannien. Weil da haben Ihre Freunde ordentlich Stimmung gemacht für den Brexit, haben Milch und Honig versprochen. Jetzt wird das Pfund rasselt in den Keller, Jobs gehen verloren und ein Land ist in der gesamten, also ist wirklich in einer Staatskrise und das ist das Ergebnis nationalistischer Politik. Nichts zu tun, aber bitte. Wenn Sie laufend der ungezügelten Migration das Wort reden, ist das Ihre Sache. Das tue ich nicht. Das machen Sie gerne. Ich weiß, aber Herr Gudin, das verbreiten Sie auch keine Falschmeldungen. Die Neos sind auch die Partei, das finde ich besonders eigentlich einzigartig. Ja. 100 Jahre nach der Gründung der Republik, die wir gefeiert haben, die letzten Tage und Wochen, die Neos sagen, sie wollen die Auflösung Österreichs, weil sie wollen einen europäischen Bundesstaat. Das wäre die Auflösung Österreichs. Also Gott, 100 Herr Jahre Gott, nach der Gründung der Republik, die wir schätzen, wo wir Patrioten sind, zu sagen, wir wollen die Auflösung Österreichs, das ist schon ein wirklich schwerer und starker Tor. Was Sie hier sagen, ist eine Lüge. Also, ist keine Lüge. Aber was Ihnen fehlt, ist eine Vision. Ihre wir haben eine positive das. Vision von einem Europa, das handlungsfähig ist in den großen Fragen. Das erwarten Sie auch die Menschen. Ich bin immer so froh, wenn Sie reden, weil lassen Sie bitte mich einmal ausreden. Ja. Es geht darum, eine Vision zu haben für ein handlungsfähiges Europa, das endlich für Steuergerechtigkeit sorgt, das endlich dafür sorgt, dass die Migrationskrise gelöst wird, das endlich dafür Sorge trägt, dass der Klimawandel gelöst wird, das sagt, wir brauchen Wettbewerbsfähigkeit in Europa für die Jobs und den Wohlstand der Zukunft. All das werden Sie zunichte machen. Und ja, ich habe eine positive Vision. Die Vereinigten Staaten von Europa als Vision. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, diese Republik zu zerstören. Das ist mit der Eigenstaatlichkeit und der Souveränität dieser Republik, die ich sehr liebe, sehr vereinbar. Also das lügen Sie hier nicht, Herr Gudenus. Eher nicht, Frau Meidl. Schlusswort, Gudenus. Das sage ich. Aber bitte, wie gesagt, jeder kann sich sein Bild machen. Ich freue mich immer, dass wir den Dialog haben, auch im Parlament, auch wenn es abgestritten wird. Und wir stehen für eine ganz klare Politik, nämlich für die Bürger, für die Österreicher und Österreicherinnen. Dafür wurden wir gewählt. Das setzen wir Woche für Woche, Schritt für Schritt um. Wir sorgen für Sicherheit, für Entlastung und für Fairness und werden uns davon nicht abbringen lassen. Also mit oder ohne Opposition. Am Nein ganz zum einfach. Immigrationspakt wird nicht mehr gerüttelt. Der Mindestsicherungsvorschlag kommt wann von der Regierung? Kommt. Ich habe es Ihnen auch letztes Mal schon gesagt, der Fälle wird demnächst auf dem Tisch liegen und dann können alle ihn begutachten. Und Kickl bleibt der beste Innenminister der Zweiten Republik. Wie sehen Sie das, Frau Meinleisen? Sie sind ja heute da leicht in Saft gegangen, was den BVD-Ausschuss anbelangt. Naja, es ist eine wahnsinnige Unsicherheit, die passiert ist, weil hier wirklich ein Inlandsgeheimdienst zerschossen wurde. Aufgrund der Tatsache, dass die FPÖ halt umfärben wollte. Und das ist halt vielleicht altes Machtspielchen, was wir gewohnt waren. Ich habe keine Ahnung, was aber Zuständigkeiten betrifft zwischen Ressorts. Justizressort und Innenressort sind Unterschiede. Die Staatsanwaltschaft hat hier genau Ermittlungen geführt. Genau das ist der Gegenstand des BVD-Untersuchungsausschusses, dass wir sagen, das ist ganz klar, hier passierte von Anfang an eine Agitation seitens des Innenministers, seitens seines Kabinettschefs, seines Generalsekretärs.
Da geht es um politische Beeinflussung oder versuchte Beeinflussung der Justiz aus einem ganz klaren Plan, nämlich diesen Inlandsgeheimdienst, diesen Nachrichtendienst umzufärben, weil er ihnen nicht genehm war. Auch in der Opposition. Und sie wissen, dass das auch mittlerweile schon rausgekommen ist. Die Menschen wissen. Und damit schaffen sie Unsicherheit. Aber eines darf ich sagen, ist erfreulich. Es kommt jetzt endlich Bewegung ins Parlament. Auf der einen Seite die NEOS, auf der anderen die FPÖ. Die NEOS wollen jetzt die FPÖ ordentlich unter Feuer nehmen, habe ich den Eindruck, oder? Ich glaube, es geht ja nicht darum, unter Feuer nehmen. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass wir ganz grundlegende Vorstellungen haben, wie man Politik macht und was gut für unser Land ist. Ich glaube, dass wir massiv davon profitieren, dass wir eingebettet sind in einer internationalen Gemeinschaft, dass wir zum Beispiel Freihandel treiben, dass wir weltoffen sind, dass wir eine Vielfalt auch in der Gesellschaft zulassen, dass wir unsere Institutionen schützen und ehren und nicht zerstören. Ja, da haben wir unterschiedliche und Ansichten. Und das empört den Herrn Contenders, weil der Meinung ist, das wird immer mehr zum Krawall machen. Nein, also wie gesagt, wenn hier haarsträubende Vorwürfe laufend platziert werden, was zum BVT betrifft, wo es überhaupt keine Ingerenz des BMI und Herrn Kickl gibt und gegeben hat, wenn es darum geht, uns vorzuwerfen, wir würden Institutionen zerstören. Wie gesagt, das sind alles Mittel der Opposition. Ich war auch lange genug in der Opposition. Ich meine, so tief bin ich nicht gesunken damals, aber bitte, es ist halt die Möglichkeit, die Sie ausnützen. Sein ganzer Untersuchungsausschuss, der offensichtlich tief gesunken ist. Ich schätze trotzdem den Diskurs, auch wenn er manchmal härter ist, und den Dialog, und führen wir das weiter, weil insgesamt bringen wir Österreich voran, egal mit oder ohne. Er geht im Parlament weiter, wir warten auf den Mindestsicherungsvorschlag. Danke, dass beide gekommen sind. Danke Frau Meinl-Reisinger, dass Sie sich zu uns bemüht haben. Danke, Herr Gutenus, weil heute ist bei beiden der Zeitplan eng. Danke für die Diskussion. Danke für die Einladung. Danke sehr.